Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Aufmessers Schneidebox von Krawallbrüder. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Auf Messers Schneide von Krawallbrüder, das Ganze am 30. August erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Wie wir erkennen können, ist diese Box ziemlich groß. Sie ist in Schwarz gehalten mit silbernem Aufdruck. Und was das Besondere ist, es ist keine reguläre Box aus Karton, aus Pappe, sondern es ist eine Holzbox. Selten aber doch gibt es so etwas, eine Holzbox. Die ist in Schwarz, also die wurde hier so schwarz gebeizt. Also von allen Seiten hier in Schwarz, wenn wir uns das ansehen. Jawohl, hier hinten haben wir dann zwei Scharniere vom Boxdeckel und so sieht das dann hier oben aus. Wir haben hier dann eingeprägt die Schrift in Silber gehalten, der Name der Band Krawallbrüder und ansonsten haben wir hier vorne dann noch eine silberne Schließe, also hier so einen silbernen Verschluss und von unten ist das auch wieder in diesem Schwarz. Die Musterung sieht man hier, also die Maserung des Holzes. Es verläuft hier so. Dann schauen wir mal hinein. So, das Ganze geht dann hier auf, klar. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Karton mit dabei. Dann etwas Füllmaterial, damit das Ganze hier in Position bleibt, so ein bisschen Papier. Dann haben wir hier einen Heckscheibenaufkleber. Eine Autogrammkarte, einen Sticker, ein Handtuch, einen Patch und dann haben wir hier noch eine Vinyl mit dabei. Wenn die rauskommt, jawohl. Und unter der Vinyl war dann auch noch das hier, also ein Zertifikat. Wir packen die Box mal zur Seite. So. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich, nachdem das hier nicht in CD-Form vorliegt, sondern hier wirklich nur als Vinyl, starten wir mit der Vinyl. Kleine Info dazu, es gab von diesem Album Aufmessers Schneide mehrere Varianten, also es gab das Album als CD, ich glaube alleine drei oder vier verschiedene Vinyl-Varianten und eben auch eine Box, beziehungsweise zwei Boxen. Es gab zwei Boxen und zwar gab es eine, das war so, sagen wir mal die reguläre Box, die hatte ungefähr, ja, in etwa diese Größe, war dann auch aus Holz, das war die reguläre Albumbox mit der CD. Ich habe mich in dem Fall für die etwas teurere Box entschieden und zwar ist das eben die Vinylbox, die einfach alleine schon, weil sie eine Vinyl beinhaltet, vom Format her deutlich größer ist und das ist auch der Grund, warum hier keine CD zu finden ist. Gut, wir werden das Ganze mal aus der Folie holen. Auf Messers Schneide, da sind wir genau passend. So, dann schauen wir mal hinein. Also, so sieht das aus. Wir lesen hier in riesengroßen weißen Buchstaben Krawallbrüder. Das Ganze dann mit Rot umrandet, sieht so ein bisschen aus nach verlaufendem Blut. Und ganz oben, ja, sieht aus wie eine Klinge eventuell, wie so eine etwas beschädigte, rostige, blutige Klinge. Hier unten dann auch nochmal Krawallbrüder. Also das ist so der klassische Schriftzug der Band. Und hier unten dann Aufmessers Schneide. Also ziemlich blutig hier das Cover. Auf der Seite lesen wir das hier. Aufmessers Schneide und hier unten wieder der Name der Band. Und auf der Rückseite haben wir hier die vier Herrschaften der Band. Also Pascal, Thomas, Sven und Flo sind hier zu sehen. Und dann gibt es hier einerseits die Tracklist. Und dann haben wir hier auch noch die Credits und einen Barcode. Ja. Also, wenn ich es richtig sehe, haben wir hier 11 Tracks mit dabei, 6 auf der A-Seite und 5 auf der B-Seite. Dann schauen wir mal hinein. Also, auf der linken Seite hier zum Aufklappen haben wir die einzelnen Tracks. Und das gefällt mir schon mal richtig gut, denn wir haben hier auch jede Menge Lyrics.
Bedeutet, wir haben hier einerseits die Tracks aufgelistet, also der Reihe nach. Dann haben wir hier die Lyrics und was ich auch besonders schön finde, wir haben hier dann auch noch die Infos bzw. die Worte zu dem einzelnen Track, was die Band dazu zu sagen hat. Zum Beispiel hier, kleines Beispiel, wir haben hier den Track Freunde fürs Leben und hier lesen wir darunter in diesem Grau. Leider gibt es nur wenige im Leben, die den Begriff Freund ernsthaft als Attribut tragen dürfen. Das hier ist für die wenigen, deren Freundschaft bis zum Ende anhält. Feiert euch. Ja, also das ist auch nochmal schön, hier so drei, vier Zeilen persönliche Worte, so eine kleine Widmung zu jedem Track. Gedanken, sehr schön. Und dann gibt es hier zum Abschluss natürlich auch noch die Credits. Also wer war da beteiligt, wer hat hier mitgewirkt. Gut, dann schauen wir uns die Vinyl an. Hier haben wir dann auch noch einen Flyer. Was lesen wir hier? Die Biergartentour 2019. Alles klar. Also hier haben wir mal die Infos zur Tour. Das ist auch krass. Album, Vorstellung ohne Live-Musik, Eintritt frei. Okay. Ah ja, gut. Das ist dann die richtige Tour. So sieht die aus. Okay. Also hier die Tour-Dates. Hier könnt ihr Krawallbrüder live sehen. Dann haben wir die Vinyl. Nachdem es ja 11 Tracks sind, ging sich das alles auf einer einzigen Vinyl aus. Die kommt in einer weißen Papierhülle. Und die Besonderheit an dieser Vinyl ist, sie ist rot eingefärbt. Also die gibt es wirklich nur in dieser Box so, auf beiden Seiten in diesem kräftigen Rot, in diesem Blutrot. Hier haben wir nochmal die Tracklist. So sieht das aus. Es gibt die Vinyl regulär schon zu kaufen, also ohne Box. Da gibt es in verschiedenen Varianten. Also es gibt diese Vinyl zum Beispiel in Schwarz, in Weiß und auch in Durchsichtig, also in Transparent, in drei verschiedenen Varianten. Aber so in diesem Rot gibt es sie wirklich nur in dieser speziellen Box. Ja, dann packen wir die Vinyl mal wieder ein, wenn ich es schaffe, das hier zu öffnen. So, aber jetzt, dann kommt die Vinyl wieder rein. So, dann packen wir den Tourflyer auch wieder rein. Und dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch vorfinden. Wir haben hier einmal ein kleines Handtuch. Werden wir auch mal kurz hier öffnen. So sieht das aus. In Schwarz und Weiß gehalten das Ganze. Hier im Querformat haben wir dann auch wieder den Krawallbrüder Schriftzug. Auf der Rückseite hier dann in Weiß gehalten, also einfach die Rückseite eben. Und hier haben wir dann auch einen Einnäher. Hier lesen wir Krawallbrüder. Das Ganze ist 100% Baumwolle und kommt von KB Records. Jawohl. Gut, so viel zum Handtuch. Dann haben wir hier noch einen Karton. Der ist in Schwarz gehalten, hier wieder mit silbernem Schriftzug. Das Ganze geht dann hier auf. Jawohl. Also hier haben wir dann ein Stoffkissen, also wie so ein kleines, wenn ich das rausbekomme. Ja. Wie so ein kleines Podest. Und auf diesem, beziehungsweise in diesem eingefasst, haben wir dann einmal hier dieses Rasiermesser. Ja, so sieht das aus. Also wir haben hier Krawallbrüder auf dem Rasiermesser zu lesen. Auch hier wieder jede Menge Blutflecken drauf. Dann hier ein schöner Holzgriff. Die Rückseite ist dann nur in Silber, ohne Schriftzug. Und die ist ja schon etwas angeschärft. Ich sage jetzt mal, ja, etwas, also jetzt nicht wirklich so scharf wie ein richtiges Rasiermesser, das ist ungeschärfte Klinge, das war mir irgendwie klar. Aber man kann sie durchaus verwenden. Also ich sag mal so als Brieföffner oder um andere Sachen zu schneiden, wird sie sich trotzdem eignen. Man kann das natürlich dann auch hier wieder im Griff verstauen, die Klinge, oder dann entsprechend aufklappen. Sehr schön. Und um das Ganze zu schärfen, weil wir gerade beim Thema ungeschärft waren, haben wir dann auch hier passenderweise noch einen Schleifstein hier in dunkelgrau und auch dieser ist hier mit dem Krawallbrüder-Schriftzug gebrandet. Also man kann das dann wirklich verwenden und dieses
dieses Messer hier dann entsprechend schärfen, wenn man möchte. Ich werde das Ganze jetzt mal wieder in seine Ursprungsform bringen. Ja, kann man verwenden oder man stellt es einfach so ins Regal. Sieht echt gut aus. So, dann haben wir darüber hinaus noch einen Sticker. Und zwar haben wir den Sticker hier kreisförmig. Der kommt hier zwar quadratisch, aber wenn man den hier rauslöst, ist er dann kreisförmig. Also einfach hier das Albumcover, das Albumartwork hier auf dem Sticker drauf. Dann haben wir mit dabei einen Patch im Querformat in Schwarz-Weiß und Rot. Krawall Brüder lesen wir hier. Und der ist eben im Querformat länglich. Dann gibt es eine Autogrammkarte. Da haben wir wieder die vier Herrschaften der Band. Und hier haben dann auch wirklich alle vier unterschrieben. Hier sehen wir das. Jawohl. Auf der Rückseite blank weiß. So gehört sich das. Mit dabei dann auch noch ein Heckscheibenaufkleber. Also hier kann man dann die Krawallbrüder auf seinem Auto repräsentieren. Hier hinten riesengroß der Schriftzug, darunter dann nochmal kleiner und hier dann noch der Albumtitel auf Messers Schneide. Ja, der ist transparent und eben die Schrift in so einem ja, Silber trifft es am ehesten. Und einen letzten Boxinhalt haben wir noch. Und zwar ist das dieser hier. Das ist ein Zertifikat. Also, wie gesagt, diese Box, das ist eben die limitierte Vinylbox, die war auch streng limitiert. Und zwar, wie wir hier lesen können, auf 222 Stück. Die reguläre, ich glaube, die war nicht eindeutig nummeriert oder nicht eindeutig limitiert, die normale mit dem Album drin, mit der CD. Aber diese spezielle Vinylbox gab es exklusiv bei EMP. Dort habe ich sie auch bestellt und dort gab es wirklich auch nur 222 Stück. Ja, ist gut und transparent gestaltet. Ich habe, beziehungsweise hier steht, du besitzt Nummer 186. Sehr schön, das gefällt mir gut. Ja, würde ich mir generell für viele Deluxe-Boxen wünschen, einfach diese Transparenz, dass man das hier irgendwie durchnummeriert oder irgendwie nachvollziehbar gestaltet. Jawohl, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Zertifikat. Dann haben wir die Autogrammkarte im Hochformat von allen Vieren unterschrieben. Den Sticker kreisförmig. Den Patch hier im Querformat. Dann dieses schwarze Podest, diese Form hier mit Stoff so gestaltet und dann eben mit dem Rasiermesser und dem Schleifstein. Dann entweder einfach klassisch für die Hände oder wirklich dann auch fürs Rasiermesser gedacht, so ein kleines Handtuch, um das Ganze dann abzuwischen. Einmal der Heckscheibenaufkleber und natürlich das Album an sich in dieser Form eben, also in dieser Box, in der Vinyl-Edition. So, das alles in dieser wunderbaren Box auf Messers Schneide von Krawallbrüder. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Krawallbrüder unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.